Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir staunen und hören, fürchte dich nicht. Erzählen und singen, wie alles begann. In Gottes Namen fangen wir an. Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir staunen und hören, fürchte dich nicht. Erzählen und singen, wie alles begann. In Gottes Namen fangen wir an. Die Kerze brennt, ein kleines Licht. Wir staunen. Marienkirche Gelnhausen und an den Bildschirmen in den Wohnungen und Häusern per Videostreaming. Ich freue mich, dass wir auf diese Weisen miteinander verbunden sind und gemeinsam Gottesdienst feiern können. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Die erste Kerze brennt, entzündet von einem Kind, das uns die Botschaft der Engel aus dem Lukas-Evangelium zugesungen hat. Fürchte dich nicht. Ein ermutigendes Wort, das wir alle in diesen besonderen Zeiten nötiger denn je haben. Aber nicht nur wir. Unser Blick richtet sich auf die Menschen, die in Armut leben, weltweit. Die Kinder haben dabei ein besonders schweres Los zu tragen. Kindern Zukunft schenken ist deshalb das Motto der 62. Aktion von Brot für die Welt. Mit diesem Gottesdienst eröffnen wir die Aktion zentral für die beiden evangelischen Landeskirchen in Hessen. Ich freue mich für die evangelische Kirche in Hessen und Nassau, Herrn Oberkirchenrat Detlef Knoche, und für die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck unsere Bischöfin, Frau Dr. Beate Hofmann, begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie mit uns diesen Gottesdienst feiern. So lasst uns nun einstimmen in den Advent, auf das Kommen Gottes in unsere Welt, auf die Gerechtigkeit und den Frieden, der mit diesem Kommen verbunden ist. So, wie es im Wochenspruch beim Propheten Sacharja verheißen ist. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Thank you.
Macht Türen und Fenster auf. Öffnet eure Herzen, denn Gott kommt. Macht Türen und Fenster auf. Öffnet eure Herzen, denn Gott kommt. Macht Türen und Fenster auf. Öffnet eure Herzen, denn es ist gewiss, Gott kommt. Macht Türen und Fenster auf, öffnet eure Herzen, denn Gott kommt. Wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die warten auf das Kommen Gottes in besonderer Weise. Orte, die Gerechtigkeit und Frieden dringend brauchen. Einen solchen Ort wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Auf den ersten Blick ein idyllisches Bild, fotografiert auf den Philippinen. Kinder spielen am Feldrand, während die Mutter der Feldarbeit nachgeht. Doch die Realität sieht leider ganz anders aus. In der von Zuckerrohranbau geprägten Region Provinz Negros Occidental leben mehr als ein Drittel der Kinder in bitterer Armut. Statt zur Schule zu und mit Freunden zu spielen, müssen sie auf den Plantagen schuften oder in Haushalten arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. 4 Meter hoch steht das Zuckerrohr, ein endloses Meer aus braunen Stängeln und weißen Wedeln. Der monotone Rhythmus der Macheten erklingt auf der Insel Negros von morgens früh bis abends spät. Ganz gleich, ob der Monsunregen die dunkle Erde in rutschigen Morast verwandelt oder die sengende Sonne die Temperatur auf über 35 Grad treibt. Wenn es gut läuft, verdient ein Familienvater 150 Peso. Keine 3 Euro am Tag. Das reicht nicht einmal für die tägliche Reisration einer kleinen Familie. Deswegen müssen die Ehefrau und die beiden Töchter Caril, 8 Jahre jetzt, und Raisa, jetzt 10, mithelfen. Mutter Janet arbeitet auf den Plantagen. Während die eine Parzelle abgeerntet wird, lässt der Besitzer das Feld nebenan schon wieder bepflanzen. Ein Wasserbüffel, dessen gewaltigen Hörnern man besser nicht zu nahe kommt, zieht, von Janet geführt, mit dem Pflug die Furchen. Caril und Reika kriechen hinterher, setzen Setzlinge, häufen Erde auf.
arbeiten Stunde um Stunde. Ohne Werkzeug, mit bloßen Händen. Eine Situation, die zum Himmel schreit. Lasst uns Gott um Erbarmen bitten. Aber Reisa und Carol hatten Glück. In ihrer Region ist eine Organisation aktiv, die sich Kidan Kaisharan, Solidarität mit den Namenlosen, nennt. Sie sucht und unterstützt Familien in Not, damit die Kinder dieser Familien die Schule besuchen können. Reisa und Carol bekamen ein Startpaket mit Heften und Stiften. In der Schule organisiert Kidan Kaisharan außerdem jeden Tag ein kostenloses Mittagessen, oft die einzige Mahlzeit des Tages für Kinder wie Reisa und Carol. Hier sehen wir Carol in ihrer Klasse. Voller Stolz und Freude strahlt sie über das ganze Gesicht. Für jedes einzelne Kind bedeutet der Schulbesuch die Chance auf eine bessere Zukunft. Durch wöchentliche Nachhilfe können auch ältere, unfreiwillige Schulabbrecher mit Kidan Kaisharan Lernstoff aufholen und sich auf Abschlüsse vorbereiten. Brot für die Welt unterstützt die philippinische Organisation Kidan Kaisharan seit vielen Jahren. Zusammen haben sie mit den örtlichen Behörden durchgesetzt, dass die betroffenen Familien eine Art Sozialhilfe bekommen, damit sie ihre Kinder in die Schule schicken können. Mit Aufklärungskampagnen und Workshops informieren die Mitarbeiter die Menschen in der Region über die Kinderrechte. Jeder Ort hat inzwischen ein Team von Freiwilligen, die Kidan Kaisharan benachrichtigen, wenn Familien mit arbeitenden Kindern Unterstützung benötigen. Das hat dazu geführt, dass ein Drittel weniger Kinder auf den Zuckerrohrplantagen schuften müssen. Und jetzt, in der Corona-Krise, da macht es sich auch bezahlt, dass die Organisation über ein gutes Netzwerk verfügt und so die Familien direkt mit Hilfsgütern unterstützen kann. Diese Erfolgsgeschichte von den Philippinen ist ein gutes Beispiel dafür, wie Brot für die Welt in vielen Ländern der Erde mithilft, Kindern eine Zukunft zu schenken. Lasst uns dafür Gott loben. Erzählen will ich von all seinen Wundern und Siegen.
Wir beten: Gott, wir feiern Advent und stimmen uns ein auf das Kommen deines Sohnes. Wir bitten dich, öffne unser Herz, damit dein Geist uns verändert und wir selbst zu Wegbereiterinnen und Wegbereitern werden für alle, die auf deine Nähe warten. Besonders denken wir an die Kinder auf der ganzen Welt. Ihre Zukunft ist gefährdet. Ihre Würde und ihr Leben sind bedroht. Lass ihnen den Frieden zukommen, den du durch deinen Sohn Jesus Christus allen Menschen zugedacht hast im Heiligen Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. To a better place where love is strong, just by my grace, believe in me and trust my word. If you need me, I will be there. Send me your Hört, wie Gott vor langer Zeit durch den Propheten Zacharja einen Friedenskönig verheißen hat. Ich lese uns aus dem Propheten Zacharja im 9. Kapitel die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Halleluja! Aus Zion bricht der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Halleluja!
Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, der Liebe ist, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an Jesus, sein Mensch gewordenes Wort, den Messias der Bedrängten und Unterdrückten, der das Reich Gottes verkündet hat und gekreuzigt wurde, ausgeliefert wie wir der Macht des Todes, aber am dritten Tage auferstanden, um weiter zu wirken für unsere Befreiung, bis dass Gott alles in allem sein wird. Ich glaube an den Heiligen Geist, der uns zu Mitstreitern des Auferstandenen macht, zu Brüdern und Schwestern derer, die für Gerechtigkeit kämpfen und leiden. Ich glaube an die Gemeinschaft der weltweiten Kirche, an die Vergebung der Sünden, an den Frieden auf Erden, für den zu arbeiten Sinn hat, und an eine Erfüllung des Lebens über unser Leben hinaus. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde hier in der Marienkirche in Gelnhausen und an den Bildschirmen zu Hause. Heute ist der erste Advent. Etwas beklommen zünden wir die erste Kerze am Adventskranz an. Advent und Weihnachten mitten in der Pandemie? Wie wird das dieses Jahr sein? Advent feiern mitten in den Sorgen dieser Zeit, begleitet von der Angst vor Ansteckung, begleitet von der Sorge um die Zukunft, begleitet von der Sehnsucht nach vertrauten Menschen und vertrauten Gewohnheiten, die wir so vermissen? Doch, ja, gerade inmitten all der Unsicherheit und Sorge ist es gut, dass wir heute die Adventszeit beginnen, dass wir Licht entzünden, wie in jedem Jahr, dass wir uns an das erinnern, was unsere Hoffnung stärkt, und dass wir die Aktion Brot für die Welt eröffnen, wie in jedem Jahr seit über 60 Jahren, als Zeichen der Nächstenliebe und um Kindern Zukunft zu schenken. Manche fragen, warum schauen wir eigentlich auf die Not anderer Menschen weltweit in einer Zeit, in der viele in unserem Land selbst alle Hände voll zu tun haben, um über die Runden zu kommen und die Plagen dieser Zeit auszuhalten?
Wir tun das, weil Advent mehr ist als stille Momente mit Glühwein und Plätzchen. Advent ist eine Zeit der Sehnsucht. Der Sehnsucht nach Frieden und nach Gerechtigkeit. Advent, das ist sehnsüchtiges Warten auf Veränderung. Veränderung in all dem Leid und Elend dieser Welt und für die ganze Welt. Advent, das ist Zeit der Hoffnung und Sehnsucht, dass Gott in diese Welt kommt, dass er dafür sorgt, dass es anders wird, dass er dafür sorgt, dass nicht Ausbeutung und Unrecht herrschen, sondern dass der Kriegsbogen zerbrochen wird und Frieden wird, wie es beim Propheten Zacharia im 9. Kapitel, dem Predigttext, den wir vorhin gehört haben, heißt. Als Christinnen und Christen glauben wir, dass dieses Friedensreich Gottes in Jesus Christus schon begonnen hat, mitten unter uns, unscheinbar, unvollständig, noch im Werden, aber schon da. Und darum sind wir in allem Warten und in aller Sehnsucht nicht untätig und legen nicht die Hände in den Schoß, sondern wir lassen uns mitnehmen auf Gottes Weg in die Welt. Und wir schauen dahin, wo es besonders schwierig ist, wo Kinder ihrer Zukunft beraubt werden, wie wir es eben auf den Philippinen gesehen haben, weil sie eben arbeiten müssen und nicht lernen dürfen. In die Schule gehen, das ist nicht nur eine lästige Pflicht, sondern auch ein wertvolles Recht. Das haben Kinder auch bei uns durch Corona auf neue Weise erlebt. Schon lange nicht mehr haben sich Kinder in Deutschland so auf die Schule, auf die Begegnung mit ihren Klassenkameradinnen und Klassenkameraden, auf das gemeinsame Arbeiten mit der Lehrerin und dem Lehrer gefreut, wie in diesem Jahr nach dem Lockdown. Und im Moment wird ja viel dafür getan, dass die Schulen jetzt in der zweiten Welle offen bleiben können, dass Kinder nicht wieder allein bleiben mit dem, was zu tun und zu lernen ist. Doch weltweit können in diesem November 570 Millionen Kinder wegen Corona nicht in die Schule gehen. Für viele Kinder in anderen Ländern ist Corona damit nicht einfach eine Unterbrechung ihrer Schullaufbahn, sondern das Ende ihrer Bildungskarriere. Ihre Familien sind wirtschaftlich so gefährdet, die Familien verfügen über so wenig Geld, dass auch die Kinder arbeiten müssen, damit die Familie überleben kann. Und darum arbeitet Brot für die Welt, wie wir gehört haben, mit einem umfassenden Konzept daran, dass Kinder weltweit weiter in die Schule gehen können. Dazu gehört auch, dass ihre Eltern faire Löhne bekommen, dass sie auch Hilfen in der Corona-Zeit bekommen. Dazu gehört, dass die Schulen wieder aufmachen und auch digital ausgestattet arbeiten können. Was hat das mit uns zu tun? Für Kinderrechte eintreten heißt nicht nur Spenden mit einer guten Kollekte für Brot für die Welt, die in diesem Jahr so nötig ist wie schon lange nicht mehr. Für Kinderrechte eintreten heißt auch, nicht die möglichst billigen Lebensmittel oder die möglichst billigen Klamotten kaufen, sondern darauf achten, dass das, was wir kaufen, fair produziert und gehandelt wird. Es heißt auch hinschauen, zuhören, aufdecken, wo etwas nicht gerecht abläuft, wo Mensch und Natur geschädigt werden. Und auch wenn die Not riesig und die Herausforderungen auf dem Weg zu Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt sehr komplex sind, so macht doch jeder einzelne Schritt Sinn. So ist doch jeder gespendete Euro, so ist doch jedes Kind, was in die Schule gehen kann, ein Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht. Christinnen und Christen sind Menschen, die an der Hoffnung festhalten, trotz aller Finsternis in dieser Welt,
trotz all der Kriege und der Gewalt, die die Welt im Griff zu haben scheint. Advent erzählt jedes Jahr neu davon, dass Gott etwas anderes für diese Welt will. Advent schenkt Bilder von Gerechtigkeit und Frieden. Advent nährt die Sehnsucht, dass da Herrscher sind, die gerecht sind, die nicht auf den eigenen Vorteil bedacht sind, die nicht den Willen und das Wohl ihres Volkes missachten und ignorieren. Die Nachrichten sind ja voll von Bildern und Berichten aus Ländern wie Belarus, Guatemala oder anderswo, wo Menschen unter Diktaturen, Korruption und Bürgerkrieg ächzen. Auch in unserem Land gibt es im Moment eine kleine, aber laute Gruppe von Menschen, die die Corona-Maßnahmen, die massenhaftes Sterben verhindern, schon für Diktatur halten und ohne Maske demonstrieren und protestieren gehen. Sie stellen ihre eigenen Freiheitsrechte über das Recht auf Gesundheit von Millionen anderer. Und sie nehmen offensichtlich überhaupt nicht wahr, was in den Ländern geschieht, in denen Infektionsschutz nicht ernst genommen wird oder kein so gutes Gesundheitssystem existiert wie bei uns. Die Sehnsucht, die den Sacharja trieb und Christinnen und Christen weltweit treibt, führt nicht zu den Querdenkern. Nein, sie führt in Nachbarschaftsnetze. Sie führt zu Brot für die Welt. Sie führt zu Aktionen wie 5000 Brote. Oder sie führt in starke Partnerschaften mit unseren internationalen Partnerkirchen. Christinnen und Christen sind eine Hoffnungsgemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die weiß, dass das, was wir in diesen Tagen erleben, noch nicht alles ist. Eine Gemeinschaft, die lebt aus der Hoffnung auf das Reich Gottes. Sehnsuchtstexte wie die von Sacharja erzählen von Frieden, von gerechten politischen Systemen und einem neuen Miteinander. Diese Texte wurden uns überliefert, nicht weil die Welt, aus der sie kommen, so friedlich war, sondern weil die Welt, aus der sie kommen, so unfriedlich war und ist. Menschen wie Sacharja haben aufgeschrieben, worauf sie aus ihrem Glauben heraus, aus der Begegnung mit Gott heraus gehofft haben. Und andere haben das weitergegeben, um Menschen anzustecken mit dieser Sehnsucht. Durch diese Bilder von einer Welt, die so ganz anders ist als das, was um uns herum gerade geschieht. Und Zion und Jerusalem stehen dabei für alle Städte und Länder dieser Welt und nicht nur für den einen Ort, der in diesen Zeiten besonders unfriedlich ist. Auch uns hier in Gelnhausen stellen sie hinein in diese Hoffnungsgemeinschaft. Und darum wird dieser Advent mitten in der Corona-Pandemie in besonderer Weise ein Advent, in dem wir hoffen, in dem wir uns sehnen nach Veränderung, nach einem Ende von Leid und Schmerz und Tod, indem wir auf den Ruf des Propheten Sacharja hören, diesen Ruf, den wir gerade selbst nicht singen können, den aber unsere Seele und unser Herz mitsingt. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Und der Friede Gottes, der weiter ist als all unsere Vernunft, ernähre unsere Sehnsucht, erstärke unsere Hoffnung, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Jesus, protect me.
day. I ask the Lord to guide my footsteps as I travel on this way. So Lord, keep your arms around me and guide me day by day. Lord, be a fence all around me every day. Jesus, be a fence all around me every day. Jesus, protect me as I travel on this way. I know you can. Yes, Lord. I know you will. Yes, Lord. You fight my battles if I keep still. Lord, be a fence all around me every day. Jesus, be a fence. Jesus, be a fence. Jesus, yeah, Jesus. Jesus, yeah, Jesus. Lord, be a fence all around me every. Lord, be a fence all around me every. Lord, be a fence all around me every day. Every miteinander teilen, so dass es für alle reicht. Konfirmanden in ganz Deutschland haben ausprobiert, wie das gehen kann. In der Aktion 5000 Brote werden Konfirmanden selbst zu Bäckern. Sie lernen, wie man Brot backt, sie erleben, wie wertvoll dieses Nahrungsmittel ist. Und sie teilen es mit denen, die weniger haben als wir selbst. Natürlich können wir dazu nicht zu den Philippinen oder zu den Orten der anderen Hilfsprojekte fahren. Aber unser Brot wird verkauft und der Erlös kommt Brot für die Welt zugute. So helfen Jugendliche in Deutschland den Kindern auf der ganzen Welt. Auch wir Konfirmanden aus Gelnhausen haben uns an dieser Aktion beteiligt. Durch die Corona-Pandemie konnten wir zwar nicht in einer Bäckerei arbeiten, aber wir haben zu Hause in unserer eigenen Küche gebacken und das Brot in unserem Freundeskreis für den guten Zweck verkauft. Das hat viel Spaß gemacht und es sind dabei immerhin 330 Euro zusammengekommen. Stellvertretend für die vielen anderen Konfirmandengruppen in der ganzen EKD möchten wir unseren Sammelbeitrag nun an Brot für die Welt übergeben. Ich lege unseren Sammelbetrag als Opfer hier auf den Altar, damit Kinder Zukunft haben. Wir wollen beten. Gott, wenn du bei uns einziehst, dann verwandelt sich unsere Welt. Wenn du uns erleuchtest, dann weicht unsere Beklommenheit und unsere Angst. Wenn deine Liebe uns berührt, dann rückt diese Welt zusammen zu einer Gemeinschaft. Das danken wir dir und bitten dich für die Menschen in nah und fern. Wir bitten dich für alle, die in diesen Tagen vom Tod betroffen sind, für alle, die einen nahen Menschen verloren haben. Nimm die Verstorbenen bei dir auf, schenke ihnen deinen ewigen Frieden und tröste die Angehörigen in ihrer Trauer. Gemeinsam rufen wir: Gott, bringe deinen Frieden.
Wir bitten dich für die Kinder, deren Leben dunkel ist, die arm sind und Hunger haben, die keine Eltern mehr haben, die ohne Liebe aufwachsen, die nicht wissen, was ein Kindergarten ist und die nicht zur Schule gehen können. Wir denken an die Kinder auf den Philippinen, von denen wir gehört haben, und an die vielen Kinder auf der Welt und auch in unserem Land, die arm sind. Nimm du alle Kinder in deine Arme. Zeige uns, wo und wie wir helfen können. Gemeinsam rufen wir, Gott bringe deinen Frieden. Gott, wir bitten dich in diesen Tagen, besonders für die Menschen in Armenien, in Syrien und all den Ländern, wo Krieg und Gewalt den Alltag bestimmen. Gib du allen Beteiligten den Mut zum besonnenen Handeln. Sende deinen Geist des Friedens in die Herzen der Politikerinnen und Politiker. Gemeinsam rufen wir, Gott, bringe deinen Frieden. Wir denken vor dir auch an die Menschen, die Wegbereiter sein wollen für deine Gerechtigkeit, die sich als Entwicklungshelferinnen und Entwicklungshelfer oder ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen für ein lebenswertes Leben an so vielen Orten dieser Welt. Gib ihnen Kraft, ihren hoffnungsvollen Weg weiterzugehen und für andere Wegbereiter zu sein. Segne die Arbeit von Brot für die Welt, damit die Hilfe zur Selbsthilfe wirkungsvoll ankommt. Gemeinsam rufen wir, Gott, bringe deinen Frieden. Wir bitten dich für die Menschen, die sich durch die Corona-Krise abgehängt fühlen oder alleingelassen sind, die sich nach Gemeinschaft sehen und nicht wissen, wie sie diese besondere Advents- und Weihnachtszeit verleben werden. Gemeinsam rufen wir, Gott, bringe deinen Frieden. Wir bitten dich auch für uns. Lass uns diese Adventszeit in zuversichtlicher Erwartung auf dein Licht erleben. Wecke in uns die Freude am Leben und gib uns ein offenes Herz, das die Nöte und Sorgen der anderen sieht. Gott, wenn du kommst, verändert sich diese Welt. Wir warten auf deinen Advent. Wir vertrauen uns deiner Kraft an, damit dein Reich der Gerechtigkeit unter uns allen aufgeht. Alles, was uns am Herzen liegt, nehmen wir auf in das Gebet, das dein Sohn uns zu beten lehrte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Light a candle in
like a morning light, light a candle in the night. Light a candle in the night. Light a candle in the night. Let it burn like a morning light. Light a candle in the night. Am Ende dieses Gottesdienstes möchte ich Sie herzlich zu den Veranstaltungen der kommenden Woche einladen, zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, dem 2. Advent um 10 Uhr mit Pfarrer Stoiber. Noch eine Information zum Kollektenerlös des vergangenen Sonntags, der 454 Euro ergab. Und die Kollekte heute ist, wie Sie sich denken können, natürlich für Brot für die Welt bestimmt. In ihrem Mittelpunkt steht der Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit bei der diesjährigen Aktion Brot für die Welt. Mit ihrer heutigen Gabe werden Organisationen wie Quaidan Kaisahan auf den Philippinen unterstützt. Gott segne Geber und Gabe. Ja, und ich möchte mich herzlich bedanken, dass trotz dieser Corona-Pandemie, trotz den Herausforderungen, die damit verbunden sind, auch so ein Gottesdienst vor Ort präsent zu feiern, das möglich gemacht zu haben, für beide Kirchen, die Hessen-Nassauische und die Kurhessische Kirche, diese Aktion zu eröffnen. Herzlichen Dank Ihnen, Frau Bischöfin Dr. Hofmann, für die Predigt und das Nahebringen dessen, was mit dieser Botschaft auf Hoffnung für uns auch verbunden ist und das Licht, was in diese Welt kommt. Dankeschön aber auch für die musikalische Begleitung, zum einen durch den Gospelchor Honey Crew unter der Leitung von Frau Schilling und auch Ihnen, Herr Vogt, für die Begleitung an der Orgel. Und wenn ich das richtig weiß, sind Sie recht kurzfristig auch eingesprungen. Herzlichen Dank den Konfirmandinnen und Konfirmandinnen waren es, die hier mitgewirkt haben, die Alisa Siegmund und Charlotte Altvater und bei der Fürbitte Nora Müller, auch für die Aktion 5000 Brote, die ja mittlerweile bundesweit gefeiert und begangen wird. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Dekan Hamann, dass Sie auch kurzfristig eingesprungen sind und mitgewirkt haben. Und vom Kirchenvorstand Herrn Mayer und allen, die uns die Projekte in den Philippinen nahegebracht haben, auch allen, die sozusagen im Hintergrund vielleicht heute gar nicht mit dabei sein können und von zu Hause das mitverfolgen, aber in den Tagen davor doch vieles dazu beigetragen haben, damit dieser Gottesdienst gelingen kann. Stellvertretend möchte ich Herrn Pfarrer Stoiber benennen und Herrn Winkler als Jugenddiakon. Und nicht zuletzt auch Dank an meine Mitarbeiterinnen, Frau Molter und Frau Hatsch-Seid, die im Vorfeld vieles mit vorbereitet haben, dass dieser Gottesdienst gelingen kann. Und jetzt hoffen wir, dass es ein Zeichen in die Welt ist und auch die Kollekten so sind, dass entsprechend geholfen werden kann und die Befürchtungen bei Brot für die Welt, dass aufgrund der Corona-Pandemie diese zurückgehen könnten, dann doch nicht eintreten. Vielen Dank. Und jetzt geht hin in diese Adventszeit, geleitet vom Segen unseres Gottes. Gott segne euch und Gott behüte euch. Gott lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.